Ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Resident Evil 4 mit dem Kapitel 1-3. Wollen wir mal loslegen? Leon, I've been able to get some new info that might help you. Fill me in. Apparently, there's a religious cult group involved. They're called the Los Illuminados. Los Illuminados? That's a mouthful. Anyway, I had an unexpected run-in with the big cheese of this village. But you're okay, right? Yeah. But he could have killed me, but he let me live. And he mentioned something about me carrying the same blood as them. Whatever that means. Carry the same blood. Huh. Interesting. Anyway, there are more important things than solving riddles right now. You're right. Hurry and find that church, Leon. Ja, der Leon weiß ja noch nicht, dass er, dass in ihm was injiziert wurde. Das haben wir auch dafür genommen, nimm als Platz. Da müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie getroffen werden und dass wir den Fisch loswerden. Ja, wir gucken mal, ne? Wir gehen jetzt erstmal hier rein, würde ich sagen. Ja, eine Frau im roten Kleid. Wer könnte das wohl sein? Das werden wir auch noch herausbekommen. Wir gehen jetzt erstmal hier lang. Das war jetzt nur dafür, dass das Video kommt. Deswegen ist man da lang gegangen. Mehr nicht eigentlich. So, hier stören wir hier beim jemand auf dem Klogang. Aber ist auch nicht schlimm. Von daher, so, wir gucken mal. Steht hier. Die Bewohner dieses Hauses ernähren sich wie normale Menschen. Okay. Sah auf jeden Fall so aus, ne? Ja, wieder eine Handgranate. Boah, der Fisch schnell, der nervt. Das ist natürlich blöd, ey. Granate können wir auch nicht mitnehmen. Nicht genügend Platz. Das Einzige, was wir machen könnten, ist, wir machen einmal das so. So, dann haben wir nämlich das eine weg. Ja, und dann können wir die Granate mitnehmen. Sehr schön. Was haben wir hier? Ein bisschen Geld. Sehr gut. So, und hier haben wir ein weißes Ei. Ne, ein braunes. Wenden wir jetzt einfach mal. So, was sehen meine Äuglein denn da? Kettensägen-Typ. Auch kurz nachladen. Aber ich will jetzt nicht alles verbraten. So, müsste reichen. Ich würde sagen, wir verwenden mal eine Brandgranate. Eine Handgranate würde ich gerne behalten. Ja, nehmen wir die Schrotflinte jetzt. Erstmal hier das Geld nehmen. Na komm. Steh auf. So, mal gucken, wie lange der braucht, bis er stirbt. Warten wir mal ab. Na komm. Jawohl. Haben wir den doch erledigt. Ein Rubin haben wir bekommen. Sehr gut.
So, hier ist auch noch was. Ja, ja, nur mit der Ruhe. Alle der Reihe nach. Da kommt schon die nächste angedackelt. Mit dem Messer spielt man nicht. So. Sturmgewehrmunition, was hat die im Gepäck? Nichts, okay. Ein rotes Kraut, das ist auch gut. Können wir das direkt kombinieren? Ich bin nur noch ein gelbes, dann bin ich zufrieden. Ja, für sowas nehme ich ja gerne mal eine Handgranate, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Ja, komm mal her. Perfekt. So wollen wir das doch haben. Sie haben die Tür entriegelt. So, kommen schon die nächsten jetzt. Oh, einmal kurz nachladen, würde ich sagen. Dann nutzen wir das Sturmgewehr. Ach, bin ich blöd. Ich würde sagen, wir nehmen mal die Schrotflinte jetzt, ne? Ah, komm. Das sind mir zu viele Leute. Ah, Mist. Schon mal platt. Auch schon mal erledigt. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So, kriegen wir ein bisschen Gewehrmunition wieder. Perfekt. Dann würde ich sagen, essen wir mal das braune Ei. Kriegen wir auch wieder Blendgranate. Ja, die Blendgranate, die verwahren wir auf jeden Fall. Einen besonderen Grund. Warte mal, wo ist hier noch jemand? Da oben ist noch einer, ne? Dann erledigen wir den mal so, würde ich sagen. Ach, der ist schon platt. Sonst noch jemand hier? Weil der Sound noch nicht weg ist. Naja, ist auch nicht schlimm. Wir gehen jetzt auf jeden Fall hier rein. Warte mal. Ist hier noch irgendetwas? Nee, ne? Nö. Okay, ist verschlossen. Lässt sich nicht öffnen. An der Tür sind irgendwelche Symbole. Insignien-Schlüssel verwendet. Jetzt können wir da rein. Sehr gut. Ja, ich glaube, ich muss mal den Ton ein bisschen runterstellen, glaube ich. Heißt nur blöd, dass man das im Ingame nicht machen kann, sondern nur per OBS. Deswegen müssen wir mal schauen, dass wir auf jeden Fall das mal machen. Ich habe zwar schon ein bisschen runtergestellt, aber ist irgendwie, glaube ich, immer noch nicht. Aber ist auch nicht schlimm. Ich denke mal, man hört mich ja trotzdem gut. So. Machen wir das erstmal. So, dann haben wir da was. Und da was. So, hier ist nämlich auch noch was. Da oben. Eine Kopfbedeckung, eine elegante. So, hier schon mal nichts. Haben wir hier sonst noch was? Nee, ne? Got something that might interest you. Das könnte dich interessieren. Ich habe gute Ware zu verkaufen. Unfremder Glück mit den Medaillen gehabt? Ja, ne, ein bisschen, ne? 7 haben wir ja immer noch. Denk daran, du musst 10 oder mehr treffen, um deine Spezialpistole zu erhalten. What are you selling?
Ja, ja, das werden wir auf jeden Fall machen. So, Spinell verkaufen, Rubin verkaufen, Taschenuhr verkaufen, Kopfbedeckung ebenfalls verkaufen. Die Maske mit Kerben noch nicht. Wie viel gibt uns der Fisch überhaupt? 2300 Euro. Immerhin, ne? Schatzkarte brauchen wir nicht. Ja, die TMP würde ich gerne nehmen, ne? Aber ist der Fisch im Weg? Nee, nicht kaufen. Ja, dann würde ich sagen... Brauche ich die TMP jetzt? Aber ich muss jetzt gerade überlegen. Nee, die TMP brauche ich jetzt noch nicht. Die können wir auch später noch kaufen. So, die Magazin. Ah, nee, lohnt sich jetzt noch nicht. Welcome. Für die Pistole würde es sich... Ah, nee, die werden leider nicht, ne? Ja, ich würde auf jeden Fall jetzt nicht zu viel upgraden. Weil wir kriegen noch eine bessere Pistole. Die werden wir auf jeden Fall nehmen. Ich weiß nur nicht mehr, wann wir die genau kriegen. Da bin ich mir jetzt unsicher. What are you buying? Aber ich würde mal die Ladegeschwindigkeit mal erhöhen. Feuergeschwindigkeit, da kann ich auch mal... ja, der Barsch, ne? Ja, wie gesagt, wir kaufen das ja später, die TMP. Kaufen werde ich die mir auf jeden Fall. Aber wie gesagt, es gibt manchmal, also in manchen Situationen braucht man die, finde ich jetzt. Es gibt auch welche, die wahrscheinlich ohne die TMP zocken, aber... Mein Spielstil brauche ich die ab und zu mal. So, da ist der Friedhof. Und hier kriegen wir auch Medaillen. Wie man schon sieht, da ist eine... Hier sind noch ein paar Raben. Ah, Mist, ey. Ah, ist auch egal, komm. Erstmal würde ich sagen, erledigen wir alle. Bevor wir die nächsten Dinger sammeln. Na komm schon, sterb, sterb, sterb. Bevor der andere von dir kommt. So, Pistolenmunition. Ach, da ist er doch schon. Auf Abruf, der Bursche, auf Abruf. Ja, der ist auch schon mal erledigt. Auch ein bisschen Geld erhalten wir dort. Wir auch. Ebenfalls. So, und wir müssen jetzt gleich so ein kleines Rätsel lösen. Ach, guck mal, der bleibt ja da oben. Vorbildlich, der Rabe. Dann müssen wir hier gucken. Nach Zwillingen. Kann ich euch jetzt schon mal verraten. So, die Dinger können wir ja schon mal abschießen. Ich mache das nur um die, um ehrlich zu sein, mache ich das jetzt nur um die gratis zu bekommen. Weil ich weiß jetzt nicht, ob man 10 haben muss, um die gratis zu bekommen oder unbedingt 15. Bei 10 kriegen wir auf jeden Fall die Spezialpistole. Komm her. So, hier kriegen wir noch Sturmgewehrmunition. Auch platt. Sehr gut. Na, lässt er was liegen? Nee, natürlich nicht. So, 10 haben wir, ne? Boah, jetzt ist die Frage, wo sind die anderen 5? Mal sehen wir die nicht sogar auf der Karte? Doch, war doch so, ne? Ah ja, genau. Also hier sind noch 2, dann da an der Brücke sind noch 3. Jetzt müssen wir echt gucken, wo die hier sind alle. Ach guck mal, da sehe ich doch schon 1. Hier ist er. 11 haben wir. So, jetzt muss ich nochmal eben gucken, wegen der Rätsel. So, was haben wir hier? M. Z. War das andere? MZ. Sonst noch was? MZ. Ah, hier. MZV, okay. Guten Tag.
Normalerweise müsste das Ding auch explodieren, ne? Also wenn man eigentlich da drauf schießt, müsste das Ding auch explodieren, wie gesagt. Aber naja. Also, wenn man streng genommen nimmt, ne? So, 12. So, dann machen wir das. Was steht da? Nein! Aber okay, schon richtig. Aber komm, wir machen nochmal. Hier steht drei Familieninsignien der toten Zwillinge. Die Zahlenscheibe lässt sich nur im Uhrzeigersinn in Dreier- oder Viererschritten drehen. Wir machen erstmal 3. Dann nochmal 3. Ach. Jetzt war ich falsch. Doch. So, dann nochmal so. Dann so. Dann haben wir's. Sehr gut. Grünes Katzenauge. So, das Katzenauge können wir hier reinpacken. Dann haben wir das nämlich auch schon mal. Schöne Sache. So, dann gehen wir mal hier hin. Da ist nämlich die Kirche. Da müssen wir auf jeden Fall rein. Lässt sich nicht öffnen. Dort ist eine runde Öffnung. Vielleicht passt etwas hinein. Stell dir mal vor, Leon. Hunnigan, it's Leon. The door's locked. I can't get in. Didn't they teach you how to pick locks at the academy? Yeah. There's some sort of indentation, like something might fit inside. Well, there's no use standing around. Leon, you have to find some way or something to get inside. Alles klar. Ja, normalerweise wäre ich auch direkt hier lang gegangen, aber die Sache ist die, sonst hätte Hunnigan uns angerufen, hätte gesagt, ey, du musst aber zur Kirche. Zwar frage ich mich, woher sie das weiß, aber gerade nicht in der Kirche lang gehen. Hier haben wir noch eine Schlange erledigt. Ja, das Hühnerei passt natürlich mal wieder nicht. Och, Leute, ey. Ah, dann nicht. So, wie sieht's hier aus? Was haben wir hier? Sturmgewehrmunition. Ja, ich weiß, da lag noch ein Blatt, aber da werden wir gleich machen. Erstmal will ich hier die Dinger abschießen. Komm schon. Mann, meine Trefferquote geht dahin. Jawohl. Und hier ist der andere. So, dann haben wir alle 15 erwischt. Sehr schön. So, was haben wir denn hier? Schließen der Kirche. Was die beiden Flüchtigen anbelangt, ist die Ergreifung von Louis wichtiger als die des Amerikaners. Was Louis uns gestohlen hat, ist wichtiger als das Mädchen. Wenn wir es nicht wiederfinden, ist das Mädchen für uns wertlos. Wir brauchen das Ding für unsere Pläne. Wenn es in die falschen Hände gerät, hätte das für die Welt andere als die vom Lord erwünschten Folgen. Das darf nicht geschehen. Trotzdem lassen wir das Mädchen nicht frei. Damit der Armee sie nicht findet, habe ich die Tür der Kirche, wo sie gefangen ist, verschlossen. Jeder, der in die Kirche gehen möchte, braucht Lord Sutlers Erlaubnis. Beim See ist ein Schlüssel, aber der ist sicher, seit Del Lago von unserem Lord geweckt wurde. Niemand kehrt lebend vom See zurück. Außerdem fließt unser Blut durch die Adern des Amerikaners. Früher oder später wird er einer von uns. Und dann sucht niemand mehr nach dem Mädchen. So sieht's aus. So, dann würde ich sagen, dann machen wir das einmal und dann können wir das ein mitnehmen. Okay, dann gehen wir mal weiter. Dip, 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 dip. Ach, hier ist ja noch einer. Und tschüss. Ja, der droppt nix, alles klar. Oh, da bräuchten wir jetzt eine Handgranate. Eine Brandgranate geht auch. Ja, ein paar haben wir nicht erwischt, aber ist auch nicht schlimm. Immer ein bisschen Geld.
Blendgranate. So, was haben wir denn hier? Munition und Spinell. Guck mal, warte mal, hier haben wir noch ein Fass. Den haben wir noch gar nicht aufgemacht. Pistolenmunition. Ja, da hört man schon was grummeln, ne? Pistolenmunition. So, hier haben wir auch noch ein paar Sachen. Spinell. War hier nicht noch mal was? Hm. Okay. Das Tor ist fest verschlossen. Warte, ich höre auf der anderen Seite etwas grummeln. Ist das vielleicht dein Magen, Leon? Ach, ey. Ja. Geht nicht anders. Ich glaube, ich werde den Fisch nie wieder los. Deswegen, ich werde den jetzt auch verkaufen, den Fisch. Kriegen wir ein bisschen was an Geld. Ich habe seltene Ware zu verkaufen. Gut gemacht, Fremder. Wie ich sehe, hast du genügend Medaillen getroffen. Jetzt hol dir die versprochene Pistole auf den Kaufbildschirm. Mach dir um Geld keine Sorgen, das geht aufs Haus. Ich weiß nicht, ob das auch gewesen wäre, wenn Dings. Aber wir verkaufen die einmal. Und dann kaufen wir uns die. Aber nur weil die umsonst ist, sonst würde ich mir die nicht kaufen. Hat er sonst noch was für uns? Ah, die TMP, ne? Die TMP wollte ich mir kaufen. So, wo ist der Fisch? Da haben wir. Da verkaufen wir erstmal. Ich würde sagen, wir kaufen uns auch direkt die TMP. Dann haben wir das auch schon mal. So, da kommt hier auch noch hin. So, dann haben wir das auch schon mal. Perfekt. So, die panische Tune. Ach, können wir gar nicht, ne? Ach, haben wir noch Schätze zum Verkaufen? Gucken wir mal. Zwei Spinels. Ja, ich glaube, da kommt noch einer rein, wenn mich nicht alles täuscht. Meine ja. So, jetzt haben wir die Punisher. Ja, ich persönlich finde die Punisher jetzt nicht so berauschend. Aber die zocken wir jetzt einmal kurz mal. Okay, was heißt kurz? Ein bisschen. So. Dann gehen wir weiter. Ja, hier liegt noch ein bisschen Pistolenmunition. Was ist hier? TMP-Munition. Sehr gut. Das heißt, es ist natürlich ein bisschen Rennen. Jawohl, geschafft. Ja, beim Drücken strenge ich mich immer richtig an. Weil ich möchte da auch nicht unbedingt sterben. Dann komm mal her. Da kommt schon der nächste. Aber der rennt da wahrscheinlich jetzt rein. Dann heißt er Tschüss, Amigo. Da liegt sogar TMP. Ja, kommt schon mal keiner. Ja, da kommt noch keiner gut. Da müssen wir besonders aufpassen. Kommen sie. Oder? Nee, doch nicht. Da hat er uns getroffen.
Ah, jetzt kommen sie. Sehr schön. Auf die habe ich gewartet. Na gut. Ich glaube, da wird ein bisschen eng jetzt. Ja, kommt mal her. Mal kurz nachladen. Kommen schon die nächsten. Perfekt. Haben wir sehr gut gemacht. Besser geht ja nicht. Aber ich habe da was Glitzerndes noch gesehen. Weiß nicht, habe ich das immer übersehen, ey? Also, wo ich das privat immer gespielt habe. Also, keine Ahnung mehr. So, dann gib mir das Ding her. Ein Spinell. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt alle Schatzkarten, Schatzdinger habe. Weil die Schatzkarte haben wir ja nicht gekauft. Aber ich müsste eigentlich alle haben. Hier ist nämlich auch noch irgendwo ein Schatz. Das weiß ich auch noch. Oh, guck mal. Haben wir direkt erwischt. Ein goldenes Ei. So, hier haben wir noch ein bisschen TMP. Können wir alles sparen für später. Hier haben wir noch eine Handgranate. Ja, komm her, hin. Ja, komm. Ja, sehr schön. Erwischt. Aber wo war denn nochmal der andere Schatz? Hier? Nee. Muss ich noch mal gucken, Leute. Ne, da war es nicht. Wo war der denn noch mal? Jetzt muss ich gucken. Ah, guck mal, da ist er doch. Hier müsste der liegen. Genau, die antike Pfeife haben wir bekommen. Eine antike Pfeife. Ey, du Pfeife. So, kommt hier noch jemand? Ja, da. Komm. Komm hier hin. Unforastero! Genau, unforastero. Oh, komm mal her. Ein schön rein. Du hast keine andere Wahl. So, dann erledigen wir den hier noch. Und tschüss. Dann haben wir hier noch was. Pistolenmunition. Ja, Pistolenmunition ist gut. Hier haben wir schon wieder eine Schlange direkt. Na komm, dann essen wir das direkt. Zack. Wir haben wieder keinen Platz, ne? Ist hier sonst noch was? Ne, da sieht nicht so aus. Alright. Warte
mal, ist hier irgendwas? Nee. Ist hier noch was? Auch nicht. Hier noch was? Nee. Leon, guckt so ein bisschen geschockt, ne? Ist er wegen dem Polizisten oder ist er wegen dem wegen das Biest? Das ist die große Frage, ne? So, haben wir hier noch irgendwas? Ich meine, hier war irgendwo. Ach, da oben ist noch was. Perfekt. So, hier haben wir noch ein bisschen. Ach, scheiße. Kann ich gar nicht aufnehmen. Ist jetzt bitter, ne? Kann man nicht verwenden, ne? Ja, das können wir mischen mit das hier. Ja, können wir die Pistolenmunition nicht aufnehmen, ne? Das ist natürlich traurig. Obwohl, wartet mal, wir machen das anders. So, dann bleibt hier ein Schuss, aber den einen Schuss lege ich jetzt mal ab. Und dann nehmen wir die Pistolenmunition mit. Die Pistolenmunition, die verwende ich sowieso öfters, als wie die andere Munition. So, was haben wir denn hier noch? Ein grünes. Können wir damit mischen. So, hier haben wir noch Geld. Ja, ich würde sagen, ich speichere hier mal, bevor das, im Fall des Falles, also hier weiß man nie, also es gibt hier einen Trick, für die Leute, die das nicht wissen, man kann jetzt zum Beispiel hier ganze Zeit im Wasser und dann kommt nämlich das Viech und dann, ja, gute Nacht, dann bist du tot. Aber ausprobieren will ich das nicht, wenn ihr wollt, könnt ihr das ruhig privat mal ausprobieren oder so, falls jeder es noch nicht wusstet. Wenn ja, dann wisst ihr ja, was ich meine. Aber jetzt geht's erstmal rund. Ja, dann wollen wir mal loslegen, ne? Ah. Umso schneller ist er nämlich erledigt. Nein. Boah, knapp. Das war echt knapp jetzt. Kann er nämlich auch schon so ein bisschen besiegen. Also gegen den Kämpfen. Ja, mal gucken. Ah, hier. Ab ins Maul. Ah, schade. Ich dachte, ich treffe den nochmal. Ah, Mist, hat er uns getroffen, ey. Wollte ich natürlich vermeiden, dass er uns trifft. So,
dann nehmen wir mal das Ei und das Goldene. Alright. Nächste Runde. Ja, komm schon. Ich versuche immer dreimal zu treffen. Ach komm schon, nimm den Speer. Ups. Aber er ging deutlich daneben, würde ich jetzt mal so sagen. Ach Mann, ey. Das ist immer so blöd, ne? Ich glaube, das müsste das letzte Mal jetzt sein. Mal gucken. Kann auch sein, dass ich mir irre. Aber schauen wir mal. Jawohl, haben wir geschafft. Yes! Na komm schon. Jawohl, liebe Leute, da haben wir doch das Kapitel geschafft. Ja, der Leon, der ist anscheinend ohnmächtig geworden. Hat ein bisschen Blut gehustet. Ja, an was liegt das wohl? Kann man sich ja schon denken, woran das liegt. Aber der Leon weiß ja noch gar nicht Bescheid, dass er so gesehen infiziert ist. Ne, das weiß er ja noch gar nicht. Deswegen wird er aber auch irgendwann wahrscheinlich herausfinden. Wir wissen das schon, weil wir das Video ja schon gesehen haben, wo der was injiziert bekommen hat. Alles klar, liebe Leute. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Dann ist Kapitel 2-1. So gesehen haben wir das Level jetzt komplett geschafft. Wir sind jetzt im zweiten angelangt. Und ja, dementsprechend, wie gesagt, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss und bis dann.